Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Snoop probiert. Mit dabei ist natürlich wieder der Yves Conator, der Kevin. Hallo Kevin, wo ist er? Hallo, Da ist er. Katrin, hier bin ich. Hast du dich wieder versteckt? Nein, gar nicht. Ja, ihr seht schon, wir haben Neuigkeiten, was die Ponys angeht. Und zwar, es ist endlich soweit. Trommelwirbel, tada! Der Farmer Andy hat die heute auf ModHub eingereicht. Ja, zum Zeitpunkt, wann es zum Download freigeschaltet wird, können wir natürlich nichts sagen. Das liegt an ModHub. Genau, Aber ja. eingereicht sind sie, die Ponys. Und ja, kann sich also nur noch um Stunden, Tage, Wochen handeln. Monate. Monate. Naja, gut, jetzt wollen wir mal nicht unken hier. Ja, da dachten wir, wir machen euch darüber zum einen ein kleines Infovideo und zum anderen natürlich, um euch nochmal zu zeigen, was jetzt noch dazugekommen ist. Im letzten Livestream habt ihr es ja schon gesehen. Für die, die ihn nicht sehen konnten oder wollten, haben wir gedacht, ja, wir machen euch jetzt einfach nochmal eine kleine Zusammenfassung, würde ich sagen, oder? Ja, es gibt auch die ein oder andere Änderung, deswegen nochmal ein neues Video, aber Genau. dazu später mehr. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Kevin, ich mache das, was ich immer zuerst mache. Ich mache den Shop auf, jawohl. Ja. Ja, die Ponys und das Wägelchen in zwei Varianten haben wir euch ja schon vorgestellt in einem anderen Video. Das werde ich auch dann verlinken in der Videobeschreibung. So, zu finden ist alles, was zu den Ponys gehört und die Ponys natürlich auch unter der Kategorie Tiere. Da haben wir hier die Ponys, das Wägelchen. So, und jetzt seht ihr hier schon vier neue Sachen, die dazugekommen sind. Wir haben hier einmal einen Sack Ponyfutter. Kleinballen Heu, einen Wassereimer und eine Wassertränke. So, ihr seht es ja immer hier in der Shop-Beschreibung, der Pelletsack, also es sind Pellets drin, werden wir auch gleich sehen, fast 50 Liter, kostet 20 Euro, Unterhalt natürlich keinen. Ponyfutter im Sack wird zur Leistungssteigerung für dein Pony benötigt, Alternative zum Heuballen. Ja, wenn ihr sagt, ich möchte keine Pellets füttern, ich will die Säcke nicht kaufen, sondern ich möchte es lieber mit Heu füttern, dann haben wir hier Kleinballen Heu. Ponyfutter im Ballenformat wird zur Leistungssteigerung für dein Pony benötigt. Alternative zum Futtersack. So, ein Kleinballenheu mit 200 Liter kostet, oh, sportliche 50 Euro, mein lieber Schwan. Ja. Ja, zur Leistungssteigerung deswegen, weil die Ponys verbrauchen jetzt Wasser und Futter. Wenn sie komplett leer sind, wir haben hier eins, das komplett leer ist, läuft es quasi auf Sparflamme. Das heißt, ihr könnt nicht mehr galoppieren damit, also es fällt nicht tot um. Nee. Aber es läuft sehr viel langsamer und wird erst wieder schneller, wenn ihr es gefüttert und getränkt habt. Genau, ja. So, und das können wir machen, entweder mit einem Wassereimer, kriegen wir hier 40 Liter für sparsame 10 Euro. Heimatland. Ja, einmal mit frischem Trinkwasser wird zur Leistungssteigerung für dein Pony benötigt. Oder ihr könnt natürlich auch stationär diese formschöne Wassertränke hier hinstellen. Gibt es für 300 Euro. Die wird dafür auch nicht leer. Genau, und das Wasser ist kostenlos. Genau, steht auch hier, ist platzierbar. Ja. So, wir haben alles schon mal gekauft. Da seht ihr jetzt auch nochmal die Ponys. Das ist ja einmal Standard, einmal rotbraun und einmal in schwarz. Und das schwarze Pony hier ist komplett leer. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, die Ponys sind jetzt ohne Reiter nackig. Na? Ja. Das Zaumzeug wird also ausgeblendet. Und wenn sich der Kevin jetzt hier auf das mal draufsetzt, zack, so, da seht ihr schon, das Zaumzeug ist wieder da. Und der Genau, wenn ich Kevin jetzt. könnte jetzt quasi loslegen. Also, ich sollte Du vertreten. kannst mal ein Stück reiten, ja, dass die Zuschauer mal sehen, wegen dem langsamen Getrippel. Ja, ich sagte, ja. Achso, Er ich habe es ist. ja ein bisschen gedrängt. Aber es läuft jetzt Ja, in genau. Vollgas, oder? Nein, 20 km/h, weil Wasser drin ist. Okay. Ja gut, wir haben es jetzt vorher mal. Ich habe mal probeweise draufgedrückt, ob es auch hübsch an der Tränke steht. Jetzt wird Ja, es. was sinnlos ist, weil jetzt bin ich Ja, weggeritten, also. macht ja nichts. Aber wenn du die Zeit kurz vorspulst, dann ist das Wasser weg und man läuft Ist langsamer. wieder komplett weg dann? Ja, jetzt ist es weg. Schau, Okay. Ah, jetzt. Okay, jetzt jetzt ist ist es alles komplett leer, leer. jetzt, ja. Also Nur in 0%10 km/h. Jetzt Wucht. schaffst du mir 9 oder 10 km/h, wenn ich Also hier rangehe. 0% Futter, 0% Wasser. So, und dann gehen wir jetzt einfach hier entweder an Ja. die Tränke dran oder ihr könnt natürlich auch hier dieses Eimerchen nehmen und hinstellen oder hinhalten, wie ihr möchtet. Funktioniert also mit beidem. Genau, ich gehe meistens gleich so ran wie jetzt, dann schaut es meistens schön aus, wenn es läuft. So, die Zügel werden beim Saufen ausgeblendet. Ihr seht's, wir Ja. haben auch einen Sound, ja. Ein Schlabersound, ja. Dauert natürlich ein bisschen, bis es wieder aufgetankt hat. Ja, es sind 36 Liter, wenn es ganz Ja, leer es ist. säuft wie ein kleines Kamel. Also 36 Sekunden pro Sekunde 1 Liter. Das ist aber ordentlich. Ja. Also das Ja. schaffe ich nicht. Zu lang soll es halt auch nicht dauern, ne? Das.
Nee, ich finde es völlig okay. Außerdem ist die Animation schön. Ja. Kann man mal ein kurzes Päuschen machen und seinen Pony tränken. Auch nicht ertränken, sondern Nein, tränken. ertränken sollte man es nicht. So, Genau. getränkt haben wir es, gewässert. So, dann geht es ans Füttern. Da würde ich sagen, ich nehme jetzt mal diesen Pelletsack hier, dieses Ponyfutter. Genau. So, das stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Wenn ich jetzt zum Fressen anfange, werdet ihr sehen, dass sich der Bonussack öffnet und auch kleiner wird beim Verbrauch. Dauert natürlich ein bisschen. Also, So, jetzt ist es zack. geöffnet. Da ist Aufgang, da seht ihr schon, es sind Pellets. Und er wird natürlich immer kleiner, ne? Aber fühlt es nicht ganz voll, da können wir doch heute bald noch zeigen. Ja, okay, passt. Jetzt habe ich So. 82%. So, den stellen wir wieder weg und dann nehmen wir so einen kleinen Ballen Heu. Den können wir natürlich rumtragen, weil es ja eben ein kleiner Ballen ist. Genau. Da kann ich auch genau wie beim Futtersack. Ja, und wenn der leer ist, verschwindet der halt einfach. Ja, jetzt ist es voll. Ja, wunderbar. Funktioniert natürlich im Prinzip wie tanken. Das heißt, wenn ihr ans Wasser oder ans Futter dran Genau. geht, einfach Taste R drücken. Das wird auch im F1-Fenster dann eingeblendet. Und dann fängt das Pony auch an zu fressen bzw. zu saufen. Ja, und die Unterstützung von echten Ballen musste ich leider wieder rausnehmen. Die hatten hier multiple kleine Probleme mit den Mitspielern. Da Genau. wurde die vollständig korrekt synchronisiert, leider. Das hat man ja im Stream gezeigt. Das hat allerdings leider nur beim Host funktioniert vom Genau. Multiplayer. Genau, bei Und Host und Singleplayer hat das super funktioniert, aber für die Mitspieler nicht. Daher habe ich das wieder ausgebaut, leider. ja, das sind halt immer so die Tücken vom Multiplayer. Ja, leider. Ja, die Wägelchen haben wir euch ja, wie gesagt, schon gezeigt. Was wir euch jetzt auch im Stream noch nicht gezeigt haben, ist, man kann die Ponys natürlich auch mit dem Viehtransporter rumfahren oder überhaupt mit Genau. allem, was eine Verladerampe hat. Ja. Und da gehen wir dann einfach hin. Die Ponys sind also, ihr seht schon, absolut verladefromm. Ja. Ja. So. Einmal. Kann man so ganz sportlich. Oh, das war sehr sportlich, Kevin. Ja, Sehr schön. Ja, Wahnsinn. gleich über die Bordwand gesprungen. Mensch, Ja, das was ging ja. der? Muss ich ein bisschen was sagen, ne? Ich Ja. schon. Es Bei gibt doch den nicht so dritten bin ich an. auch gleich mit. Na klar, wenn man auf dem Pony sitzen bleibt und man fährt, dann ist es natürlich animiert, ne? Genau, also wenn man kann sitzen bleiben, das funktioniert. Wir haben das Jetzt vorher auch kannst du gleich. ausprobiert. Ja, wir können Ja. es auch mal zeigen. Also wenn man jetzt hier, ich setze mich jetzt mal auf das drauf. Ja, aber das eine ist animiert, die andere natürlich nicht. So, es wird Weil schon das nur über ganz die Kategorie zappelig. ist. Uiuiui. Es freut sich auf die Fahrt. Guck mal, wie es Ja. zappelt. Ah, ruhig, Brauner, ruhig. Ihr seht, die zwei vorderen, die bleiben einfach stehen, weil keiner drauf sitzt. Aber auch Genau. im hinteren, weil jemand drauf sitzt, ist das animiert. Das ist natürlich ein bisschen. Seht's wie ein Laufband, also Ja, das genau. ist ein Pony-Fitness-Studio hier. Aber so kann man sich auch das Beifahrerskript sparen, ne? Ich Ja, meine, das war eine kleine Idee, ne? ich habe keinen Platz mehr im Schlepper. Setz dich halt hinten auf eins von den Ponys im Transporter. Das wird schon gehen, gell? Genau, ja. Fall nicht runter und komm nicht unter die Hufe während der Fahrt. Ja, wo fahren wir jetzt hin? Wieder zurück zum Händler. Da können wir Muss nämlich ich hier nämlich das wenden? noch schnell mit den Wägelchen zeigen, vor allem auch mit dem praktischen Wassereimer. Weil, wenn ihr da dann mal ja, unterwegs seid und einen kleinen Ausritt macht quasi und das Wägelchen dabei habt, dann könnt ihr natürlich auch den Wassereimer und die Heuballen mitnehmen. Genau. Dafür braucht ihr auch nicht unbedingt jetzt genau das Wägelchen. Da könnt ihr könnt ja auch mit was anderem durch die Gegend fahren. Also wenn ihr die Ponys euch jetzt irgendwo auf der Hof stellt oder so. Ja, dann könnt ihr die Heuballen und das Wasser natürlich mit sämtlichen Transportern transportieren, die es so gibt. Ja, klar, ja. Uiuiui, ich steige hier wieder ab, das Pony wird sehr unruhig. Warum So. denn? Und da gehen wir jetzt auch einfach hin, schnappen uns den Heuballen. Genau. Einmal. Nehmen wir doch den Eimer. Bei unserer Version legt sich der Spanngurt noch nicht sauber um den Heuballen, aber bei der Version, was zum Teil steht, ist das gefixt. Dann ist er gefixt. So. Also wenn du jetzt den Mal. Spanngurt drüber machst, siehst du, geht der Spanngurt durch den Ball durch, ne? Okay, halten tut er aber trotzdem, oder? Ja, Ah ja, aber bei der okay. Version, was zum Teil kommt, ist das gefixt. Alles klar. Das ist schon gefixt. Also da braucht ihr keine Angst haben, bei euch sieht es dann nicht so aus. Ja, Aber das halten auf. tut's. Ja. Halten tut es auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, das soll Ich es glaube. gewesen sein.
Ja. Dann haben wir, glaube ich, alles. Also wie gesagt, eingereicht ist es jetzt auf Mothub. Wann es zum Download kommt, entscheiden leider nicht wir, das entscheidet Mothub. Da geben wir euch aber dann natürlich nochmal Bescheid. Das werdet ihr dann auf meiner Facebook-Seite sehen oder beim Kevin. Das überlege ich mir noch, ja. Okay, also vielleicht beim Kevin. Vielleicht, ja. Ich In mach's des spannend. Streams erfahrt ihr es dann auch auf jeden Fall. Ja, Also ihr klar. könnt euch schon mal drauf freuen. Ihr könnt schon mal einen Stallplatz herrichten, vielleicht ein bisschen einstreuen, Futter und Wasser. Gut, das könnt ihr dann ja erst herrichten, wenn das Pony da ist. Aber ihr könnt Aber euch freuen drauf. ja, genau, ja, das auf jeden Fall. Ja, wenn es dann soweit ist, wir wünschen euch jetzt schon mal, wie gesagt, wir wissen nicht, wann es rauskommt, aber viel Spaß mit den Ponys, allzeit einen guten Ritt und ja, macht's nicht wie wir, dass immer keine guten Vorbilder reitet, immer mit Helm. Ja, das ist ganz wichtig, ja. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein zu den Ponys. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, hoffen, es hat Spaß gemacht. Und ja, freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss. Tschüss.